Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Liebesorakel für den Monat Oktober. Es ist mein erstes Liebesorakel an euch. Bis jetzt habe ich immer nur Wochenorakel gemacht und jetzt dachte ich, ich mache für euch mal ein Liebesorakel. Wir haben jetzt zwar schon Mitte Oktober, aber das sollte dem Ganzen keinen Abbruch tun. Ihr könnt ja dann vielleicht auch rückwirkend sehen, ob schon verschiedene Dinge von den Energien her passiert sind und was in den nächsten 14 Tagen noch so auf euch wartet. Ihr könnt euch jetzt, ich habe hier mal so Glitzerstaub gewählt, das fand ich schön magisch, passt auch zur Liebe irgendwie, so was Leichtes. Habe ich hier einen dunklen violetten Glitzer, hier hellviolett und hier einen so mint oder grün. Ja, nee, so blau, mehr so türkisfarbenen Glitzer. Dürft ihr euch jetzt eins der Farben und dazugehörigen Orakel aussuchen. Und später werde ich dann noch für jeden von euch, also für jedes Orakel, hier noch eine, das ist so eine energetische Karte, die dann nochmal so Energien in Schwung bringen soll, werde ich dann am Schluss noch aufdecken. So, dann stell mal bitte beide Beine auf den Boden und sei ganz entspannt und geh mal in dich, zu welchem der drei Orakel du dich hingezogen fühlst. Und wähle bitte jetzt. So. Wenn du dich entschieden hast, dann beginne ich jetzt mal mit dem ersten Wochenorakel, mit dem schönen dunkelvioletten Glitzer. Und wir haben hier von den Chuck Spezzano-Karten hier das Stell dich ein. Wir sehen hier auf dieser Karte, wie zwei Menschen sich näher kommen. Das bedeutet, also dieser Monat im Zeichen der Liebe gibt es hier schöne Begegnungen, warten diesen Monat auf dich. Ja, also man unternimmt etwas, begegnet anderen Menschen. Es kann auch hiermit durchaus ein Date gemeint sein, ein Treffen, auch ein erotisches Treffen, das diesen Monat wartet. Man kommt sich in Liebesdingen wieder etwas näher. Unternimmt etwas zusammen, also schon mal eine sehr schöne Grundbotschaft, ja, die hier mitgebracht wird. Dann schauen wir bei der zweiten Karte. Hier haben wir den Berg. Der Berg bedeutet jetzt, wenn man das in Verbindung mit der ersten Karte sieht, dass es bei dir im Thema Liebe noch Dinge gibt, wo kleinere Hindernisse dabei sind, die oder vielleicht momentan diesen Monat auf dich warten können, dass einfach vielleicht ein Treffen schon mal verschoben wurde oder hinausgezögert wird oder auch eine Begegnung oder der Kontakt zu der anderen Person vielleicht momentan etwas holprig ist, also nicht so einfach. Und du das einfach ja als Hindernis oder als Schwierigkeit auch wahrnimmst. Manchmal kann es auch wie eine große Herausforderung auf dich wirken. Dieser Mann, der hat ja so den Mund offen, also dieser Berg, vielleicht möchte man am liebsten auch manchmal laut schreien, weil einem vielleicht alles zu viel wird oder man auch das Thema Liebe so als inneren Druck auffasst. Ja, also die Dinge sind nicht so einfach momentan. Ja, also gerade auch im Monat Oktober kann einem das nochmal so richtig bewusst werden. Doch hier sagt eigentlich die Karte der Grundaussage, man soll etwas mehr in die Leichtigkeit gehen, sich unter Menschenmengen Begegnungen genießen und annehmen und das alles etwas
ja, fröhlicher und leichter wahrnehmen, nicht zu sehr vielleicht das Thema Liebe unter diesem Druck- oder Belastungsaspekt zu sehen, ja, weil man davon natürlich dann in dem Moment noch mehr anzieht. Ja, also Dinge, wo wir uns, wo eh schon vielleicht schwierig sind, wo wir uns dann aber noch mehr kopfmäßig reinsteigern, ziehen natürlich immer mehr davon an und man kommt aus dieser Gedankenspirale dann gar nicht raus. Ja, also hier wirklich die Grundaussage, wenn es diesen Monat Treffen, Begegnungen gibt, nimm die in Freude an und mach dich leichter. Ja, sieh nicht immer nur die schweren Aspekte, sondern sieh auch die positiven Aspekte, die momentan passieren. Ja, also wenn es da vielleicht wirklich nicht so richtig vorangeht, dann such dir wirklich diese positiven Aspekte raus und konzentrier dich darauf, weil dann wirst du mehr davon bekommen. So, jetzt schauen wir noch die Botschaft des Herzmagneten. Ich zeige es dir mal kurz, ich lese es dir aber jetzt vor. Und zwar, also die Überschrift ist Selbstliebe. Alle Gefühle führen zu mehr Liebe, wenn sie angenommen werden. Jede Art von Ablehnung verhindert Liebe, am meisten die Selbstablehnung. Also hier wird wirklich die Selbstliebe, sich selbst umarmen, sich selbst mögen, das Schöne an dir selbst anerkennen, auch hier wieder den Fokus, ja, wirklich auf die Leichtigkeit richten und nicht auf die, das, was nicht gut läuft eben, ja, sondern wirklich auf die Dinge, wo gerade gut laufen, ja, oder auch wirklich, wenn vieles nicht gut läuft und es schwer ist, den Blick da wegzurücken, dann wirklich, wie sehr liebe ich mich selbst, wie sehr habe ich mich selbst lieb, ja. Weil es ja wichtig ist, wenn wir uns selbst lieben und annehmen, strahlen wir das nach außen aus und das kommt dann auch zu uns positiv zurück. Hier kommt jetzt noch, lehnen Sie kein Gefühl ab. Es wird erst dauerhaft verschwinden, wenn es vollkommen angenommen wurde. Nehmen Sie es jetzt an. Ja, also auch ganz wichtig. Also eine sehr schöne Botschaft für dich. Geh mehr in die Leichtigkeit, geh mehr weg von diesem Belastungs- und Druckgedanken, was momentan nicht so läuft. Ja, richte deinen Fokus anders aus. Okay, jetzt schauen wir noch deine. Ja, ich habe hier aus den. Wo habe ich es denn? Medizin zum Aufmalen, Karten. Ein Strichcode für dich gewählt. Schau ihn dir mal an. Das soll Entlastung bringen. Dieses Zeichen kannst du dir abmalen. Das kannst du auf deine Haut malen. Du kannst es auf ein Blatt Papier malen. Manche legen es unters Kopfkissen, unters Bett oder ins Auto. Ja, also oder tragen es bei sich. Am Körper zum Beispiel, in der Hosentasche auf einem Stück Papier. Und wie gesagt, manche malen sich es auch auf die Haut. Das ist das 1-Strich-Sinuszeichen. Und hier ist die Harmonisierung von starker Belastung. Hier haben wir auch wieder diese Belastung. Irgendwas geht dir durch zu Herzen und macht dir Druck, gerade im Thema Liebesbereich, wo nicht so gut vorangeht. Und hier soll dieses Zeichen, also diesen Druck nehmen, damit du wieder in die Leichtigkeit kommen kannst. Ja, also sehr schön. Ich lege dir das Zeichen mal oben drauf. Kannst du es auch schon mal etwas betrachten. So, dann gehen wir zum zweiten Orakel, wenn du dich für diesen hellvioletten Glitzer entschieden hast. Und dann schauen wir mal deine Chakspezano-Karte an. Ja, das ist ja schön. Hier haben wir die Liebenden. Ganz fantastisch. Das bedeutet, wenn du in einer Beziehung bist, sehr innige Momente diesen Monat. Ja, man kommt sich vielleicht näher. Ich meine, Oktober ist auch immer so die Zeit, wo es draußen schon etwas dunkler wird. Man kuschelt sich wieder mehr zusammen. Man sucht die Nähe, das gegenseitige sich wärmen.
Und hier scheint für dich wirklich ein schöner Oktober zu sein. Wenn du noch nicht in einer Beziehung bist, wird natürlich das Gefühl nach Nähe, nach Liebe, Geborgenheit momentan bei dir total verstärkt auftreten wieder. Es kann heißen, dass dir diesen Monat ein für dich wichtiger Mensch begegnen wird. Ja, oder einfach, dass du sehr viele sich liebende Menschen momentan wieder um dich herum wahrnimmst. Ja, das schauen wir jetzt gleich mal weiter, was die nächste Karte dazu zeigt. Ja, da haben wir hier das Vorankommen. Ja, also das Vorankommen unterstützt eigentlich das, was ich zuerst noch gesagt hatte. Man möchte in dem Thema Liebe, Partnerschaft einfach vielleicht den nächsten Schritt gehen. Also wenn man in einer Beziehung ist, kann das bedeuten, vielleicht das Thema sich binden, Heirat momentan wieder wichtiger werden. Oder mit dem, ja, das ist so ein Strauß. Vögel kann man auch hier so eine Art Storch drin sehen, dass vielleicht das Thema Familienbildung und Familiengründung gerade wieder in den Vordergrund rückt und wichtig wird. Man möchte da vielleicht auf die nächste Ebene gehen oder auch bei einer recht frischen Beziehung. Man möchte das einfach jetzt weiter ausbauen, weiter vertiefen, ja, also im positiven Sinne, ja. Bist du Single oder dann wird, wie ich schon sagte, das Thema Beziehung wieder sehr wichtig eben für dich. Also, dass man da endlich weiterkommen möchte. Man möchte auf die nächste Stufe kommen. Man möchte nicht länger alleine bleiben. Ja, man möchte raus aus diesem Trott. Man möchte weiterziehen. Ja, also kann auch ein Hinweis sein, wenn man vielleicht noch an einer alten Beziehung hängt oder nicht so recht wegkommt oder nicht vom Fleck kommt, aus verschiedensten Gründen. Hier dieser Ballon im Hintergrund. Man möchte da nicht weiter verharren. Und tust du das schon sehr lange, fordert dich diese Karte auf, wirklich, lass mal deine Gedanken schweifen, lass mal das Ganze einfach passieren und versuch nicht immer auf der Stelle zu treten und weiter in diesem Morast zu verharren, weil das bringt dir nichts. Es ist manchmal auch Zeit, einfach einen Schritt weiter zu gehen, auch vielleicht in unguten Beziehungen oder wo du selber weißt, ach, das läuft nicht mehr richtig oder steht auf der Kippe, ich komme hier nicht mehr voran. Bitte folge hier deinem Herzen, denn das sehnt sich nach der echten Liebe. Ja, also das sind so Themen, wo ich hier rausspüre. So, dann schauen wir auch deinen Herzmagneten an. Zeig mal kurz und werde es jetzt vorlesen. Hier haben wir die selbsterfüllende Prophezeiung. Freiheit erkämpfen erzeugt Unfreiheit. Alles, was in Beziehungen aktiv erzeugt werden will, bewirkt Gegendruck. Wenn sie ihre Freiheit verteidigen, fühlen sich andere eingeladen, sie anzugreifen. Freiheit ist da, wenn sie weder bewahrt noch geschützt noch bewiesen werden muss. Also das ist auch ein interessanter Aspekt mit diesem Weiterziehen hier auch. Also auch wenn man in einer Partnerschaft ist und sich liebt, ist trotzdem jeder eigenständig, ja. Und auch wenn man vielleicht in einer Beziehung irgendwie eine Einheit bildet, aber trotzdem ist jeder eine eigene Persönlichkeit. Und manchmal versuchen Paare, sich gegenseitig einzuengen oder dem anderen eine Freiheit, ein Stückchen was wegzunehmen, wo man das Gefühl hat, ja, ich kann gar nichts mehr allein entscheiden. Also das ist auf jeden Fall nicht gut, ja. Wenn man das Gefühl hat, man muss sich in der Beziehung verteidigen oder immer wieder erklären, ja, dann sollte man wirklich sich fragen, ist es das wert? Ja, ist es wirklich dann echte Liebe oder will hier passieren hier vielleicht nur Machtspielchen, ja? Ja, also das hierzu. Freiheit ist da, wenn sie weder bewahrt noch geschützt noch bewiesen werden muss. Ja, also das ist dann selbstverständlich.
dass man sich vertrauen kann und trotzdem innerhalb der Beziehung jeder frei auch seinen Dingen auch folgen darf. Hier steht noch, beobachten Sie, worauf Sie automatisch reagieren. Beobachten Sie, was Sie verteidigen, besonders wenn Sie ansonsten nichts verändern. Ja? Entscheiden Sie möglichst bewusst, ob Sie reagieren oder nicht. Das ist Ihr Weg zur Freiheit. Ja. Kannst die Sätze nochmal auf dich wirken lassen, was sie da so in dir anrühren. Ja. Also hier ist auf jeden Fall ganz stark der Aspekt, dass man sich innerhalb der Beziehung frei bewegen können sollte. Und wenn diese Bewegung, dieses Vorankommen innerhalb der Beziehung, auch was die Lebenswünsche betrifft, gehemmt ist aus irgendwelchen Gründen, dann spürt man hier eine Einengung, die nicht mehr länger gut tut, ja, und die nicht im Sinne der gemeinschaftlichen Liebe ist, die man ja eigentlich füreinander dann, ja, was natürlich ist in einer Beziehung, ja. Also diese Aspekte spüre ich hier raus. So, jetzt schauen wir deine Symbolkarten noch, die du nehmen kannst, um die Energie in diesem Monat in Fluss zu bringen im Thema Liebe. Und da habe ich bei dir die Triskele. Hab hoffentlich richtig ausgesprochen. Triskele, ja. Hier. Wunderschönes Zeichen, hat man sicher schon öfters gesehen. Ist wohl eine sehr alte Symbolik. Hier steht die dreifache Göttin. Ja, aus der Magie kennen sicher einige. Neue liebevolle Wege öffnen sich für dich. Ja, also das bringt hier die dreifache Göttin, die Weiblichkeit, und es bringt die Energien auf verschiedenen Ebenen im Dreiklang sozusagen wieder in Schwung. Und hier haben wir auch das schöne Rot mit drin, dass hier einfach auch dieses Vorankommen wollen weiter fördert. Also dieses Zeichen kannst du dir auch abmalen oder aufmalen auf die Haut oder, wie ich schon sagte, unter das Bett legen, wie auch immer, auf den Zettel schreiben, unter dein Trinkglas stellen, das Wasser damit energetisieren, also viele, viele Möglichkeiten. Ja, lass es einfach mal auf dich wirken. So, und wir kommen zum letzten Orakel, wenn du dich für diesen türkisfarbenen Glitter entschieden hast. So, da haben wir hier das Thema Wahrheit in der Liebe. Ist für dich diesen Monat wichtig? Hier können Themen sein, wie ehrlich ist man momentan zu sich selbst im Thema Liebe? Mache ich mir vielleicht was vor? Ja, gerade wenn man vielleicht schon länger Single ist, also nur mal als Beispiel, und das Gefühl hat, ja, es kommt nicht der Richtige, und dann hängt man sich vielleicht an einen dran, nur dass man das Gefühl hat, da ist jemand. Also hier geht es wirklich um Ehrlichkeit, ja, sich die Dinge genau anschauen, sie hält ja hier so einen Schlüssel in der Hand, ja, ehrlich, also wenn man mit sich selbst ehrlich ist, das ist der erste Schlüssel zu weiteren Schritten. Also das ist hier ist eine Lösung drin für dich, ja, wenn du mit dir ehrlich bist, ja, wie ehrlich ist man in einer Beziehung zueinander, sagt man sich wirklich, was man denkt oder was man sich wünscht, ja, hier ist sehr viel Grün auf dieser Karte, hier wird es auch unterstützt, ich glaube Heilung, ja, steht unten dran, Grün ist immer eine Farbe der Heilung, hier möchte die Wahrheit nicht irgendwas zerstören oder irgendjemanden quälen, sondern diese Wahrheit will heilen, will helfen, ja, diese Wahrheit will helfen, in der Liebe sich wohlzufühlen, sich gut zu fühlen, alte Themen vielleicht in Ordnung zu bringen, ja. Also spür hier mal in dich rein, was möchte hier geklärt sein? Welche Wahrheit drängt sich hier nach oben? Was soll ich vielleicht anschauen? Und wo darf ich dankbar diesen Schlüssel annehmen? So, jetzt schauen wir mal, was die nächste Karte sagt. Das ist eine Karte von The Map. Ja,
Hier haben wir mit Ruhe und Beharrlichkeit. Hiermit ist gemeint, diesen Monat mal die Dinge in Liebesthemen ruhig angehen zu lassen, nichts hier mit Gewalt zu forcieren, damit fällt man eher auf die Nase, sondern eher in sich zu gehen und die Dinge mal in Ruhe, vielleicht auch mit Abstand zu betrachten, die Gedanken nicht abschweifen zu lassen in eine Traumwelt oder irgendwas, sondern hier haben wir die Beharrlichkeit mit drauf. Wirklich fokussiert beim Thema zu bleiben, sich nichts vorzumachen. Ja? Hier wieder der Aspekt dann mit rein, ehrlich zu sich selber zu sein und die Dinge mit ehrlichem Blick mal zu betrachten. Ja? Damit hast du eine unheimliche Chance diesen Monat. Ja? Mit diesem Schlüssel kannst du hier Türen aufschließen, wenn du selbst zu dir ehrlich bist und für dich Dinge auch in Liebesthemen erkennen. Ja? Was ist da das Richtige für mich? Ja? Wie muss mein nächster Schritt sein? Also nutze die Zeit, wir haben jetzt Oktober, ich habe es eben schon gesagt, die Tage werden jetzt wieder dunkler. Wir suchen mehr die Wärme und auch vielleicht die Stille und Besinnlichkeit. Die besinnlichen Tage kommen ja die nächsten Monate. Nutze diese Stille für dich, um hier wirklich und sei ehrlich zu dir selbst. Wo möchte ich wirklich hin und was ist mir wirklich wichtig oder wo mache ich mir vielleicht was vor und bleib da dran. Ja, jetzt schauen wir mal der Herzmagnet, was der dazu sagen möchte. So, ich zeige ihn dir auch mal kurz und dann lese ich dir ihn vor. Hier ist auch die Überschrift Selbstliebe. Liebe funktioniert umgekehrt zum Rest des Lebens. Liebe kann sich nicht denselben Raum mit Verstand und Kontrolle teilen. Also wenn wir meinen, wir müssen alles kontrollieren, wir müssen alles über den Verstand lösen, hallo, wo bleibt hier das Herz? Ja, das kann auch mit Wahrheit gemeint sein. Ist es eine Verstandessache, dass ich bei dem Mann bleibe? Ist es eine Verstandessache, dass ich diesen Mann will? Lebe ich in meiner Beziehung gerade mehr den Verstand oder wirklich das, was mein Herz will? Kommen vielleicht in der Beziehung gerade beide Partner zu kurz, was die Liebe betrifft und man macht sich was vor, ist vielleicht in einem Hamsterrad gefangen, wie auch immer. Ja? Also hier ist wirklich angesprochen, hey, mit Verstand und Kontrolle kannst du nicht wirklich lieben. Ja? Wo bleibt hier das Herz? Je mehr sie erreicht werden soll, desto mehr verschwindet sie. Also je mehr Kontrolle ich will, desto, und ich will die Liebe kontrollieren, desto mehr verschwindet sie, tritt sie zurück und ist am Schluss gar nicht mehr da. Ja? Und manchmal ist man so beharrlich, man liebt und es ist eigentlich gar keine Liebe mehr, sondern es ist nur noch, ich will die Kontrolle drüber haben, ich wollte das doch. Seid hier bitte ehrlich, ja? Es kann sein, dass man zu dem Ergebnis kommt, hey, diese Liebe ist wirklich ehrlich und ich möchte weiter diesen Weg gehen. Dann ist das dein Schlüssel. Wenn du aber spürst, da stimmt was nicht, dann wirklich sei da beharrlich und hinterfrag das mehr. Was ist da wirklich los? Ja, hier liegt deine Chance. Ihr Herzmagnet zieht Liebe an, wenn sie sich um die Liebe in sich selbst kümmern, anstatt darum, Liebe von anderen zu bekommen. Ja, das ist wunderschön, diese Botschaft. Also, ich kann sie nur noch mal wiederholen. Dein Herzmagnet zieht Liebe an, wenn du dich um die Liebe in dir selbst kümmerst. Hier auch wieder die Versenkung, ja, mit Ruhe in sich gehen, sich vielleicht selbst pflegen, sich verwöhnen, zu sich selbst gut zu sein. Bin ich gut zu mir? Esse ich gute Dinge? Tue ich meinem Körper etwas Gutes? Und so weiter. Das fängt schon in diesen kleinen Dingen an. Wie sollen uns andere lieb haben, wenn wir ganz schlimm mit uns umgehen? Ja? Sollen die das dann ausgleichen? Warum sollen die das tun? Das ist irgendwie auch keine echte Wahrheit. Ja? Ja, also wirklich wunderschön für dich. Tolle Erkenntnisse, die du diesen Monat da erlangen kannst. Ich finde, es ist auch für dich eine ganz
wichtige Hinweise, die da mitgegeben wurden. Und jetzt bin ich schon ganz gespannt auf dein Symbol, ja, das du mitbekommst, um die Energie in diesem Monat für dich positiv zu verstärken. Ja, und da haben wir bei dir dieses Zeichen hier. Das sind die zwei parallelen Striche. Hier steht Harmonisierung von geringerer Belastung. Ja, also das ist nicht ganz so stark wie die Belastung hier. Da hatten wir ja den Berg und den ganzen Druck und so. Das heißt nicht, dass du nicht vielleicht Belastung stärker wahrnehmen kannst wie das erste Orakel. Es ist einfach ja eine energetische Tatsache, die hier halt angesprochen wird. Und hier sollen halt diese Belastungen harmonisiert werden. Bei dir scheint es wirklich von diesem Erkennen ein ganz kleiner Schritt zu sein, um da weiterzukommen. Ja, und dieses Symbol kannst du dir auch aufmalen auf eine Körperstelle oder wie gesagt auf einen Zettel malen. Und manche legen sich unter an Frühstücksteller, andere schreiben sich's ans Bett, legen es unter das Kissen, andere bemalen ihren Stein damit, also wie auch immer, in die Hosentasche rein. So kannst du diesen Monat, also diese Symbole können diesen Monat genutzt werden. Also die können auch noch darüber hinaus, aber ich habe es jetzt mal speziell für diesen Monat gezogen, fand das ganz spannend. So, ich hoffe, euch hat das Monatsorakel Oktober für die Liebe gefallen. Ihr könnt es gern kommentieren oder auch meine Facebook-Seite liken oder etwas dazu schreiben. Würde mich sehr freuen. Und ja, es war mein erstes Liebesorakel, das ich gemacht habe. Und ja, ich fand es jetzt ganz schön und auch für mich interessant. Und wie gesagt, ich hoffe, es bringt euch was, es unterstützt euch und ich wünsche euch noch einen schönen goldenen Oktober. Ja, bis bald, ciao, eure Dani.